Entdecken Sie Ihre Leidenschaft für Herausforderungen und erleben Sie Fahrspaß voller Kraft und Eleganz. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. TV Allgäu Nachrichten mit der Freitagsausgabe. Herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. Kriminalstatistik 2009, Jugendkriminalität und Taten unter Alkoholeinfluss nehmen zu. Image-Kampagne für Neugablonz, wie Kaufbeuren seinem Stadtteil den Rücken stärkt. Und vergessene Tradition lebt in Irsee wieder auf, was hinter dem Brauch der Rosenkranzfahne steht. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants, über 1000 Parkplätze, Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Zum ersten Mal seit 5 Jahren ist die Kriminalität im Allgäu 2009 wieder leicht angestiegen, um 1,3%, obwohl sie in ganz Bayern um 2,5% zurückging. Aber noch immer ist die Region eine der sichersten der Bundesrepublik. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest wurden 2009 43.293 Straftaten registriert. Damit liegt die Kriminalitätsrate wieder einmal deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt. Und Bayern ist bekanntermaßen das sicherste Bundesland in Deutschland. Sorgen macht der Polizei die Jugendkriminalität. Die Gewaltverbrechen sind brutaler als früher. Sehr oft ist ordentlich Alkohol im Spiel. Heute Morgen ist in Kempten die Kriminalitätsstatistik 2009 veröffentlicht worden. Anselm Stern und Manfred Fiener mit den Einzelheiten. Alkohol trinken aus Spaß wird ganz schnell bitterer Ernst. Die Hemmschwelle sinkt, die Gewaltbereitschaft steigt. In den letzten Jahren ist die Zahl alkoholisierter Tatverdächtiger kontinuierlich in die Höhe gegangen. Betrunkene bereiten der Polizei große Probleme. Alkohol enthemmt, Alkohol fördert die Aggression. Wir haben bei der gefährlichen Körperverletzung über 50% der Tatverdächtigen, die zum Teil Unmengen an Alkohol im Körper hatten. Das ist für mich eine der großen Herausforderungen. Wir leiden auch unter diesen Herausforderungen als Polizei, sprich meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort, weil ein alkoholisierter Straftäter in der Regel auch aggressiv ist. Grund zur Sorge bereitet auch diese Zahl. Weit über 50% der alkoholisierten Tatverdächtigen waren unter 25 Jahren. Fast 23% aller ermittelten Täter sind Jugendliche. Was mir Sorgen macht, das sind die jugendlichen Intensivtäter. Wir haben etwa 75 Intensivtäter, jugendliche Intensivtäter in unserer Region. Der jüngste, 13 Jahre, noch strafunmündig, aber schon weit über 10 Straftaten. Und diejenigen mit den meisten Straftaten, über 80 Straftaten, die machen wir Sorgen, weil die immer wieder kriminell werden. Und denen gilt unser Hauptaugenmerk. Während die Straßen- und Rauschgiftkriminalität und die Diebstahlsdelikte 2009 im Allgäu gestiegen sind, wird bei Gewalt-, Sexual- und Vermögensdelikten ein Rückgang verzeichnet. So die Verantwortlichen auf einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium Schwaben Südwest. Die wichtigsten Herausforderungen in der Zukunft: Straftaten in Verbindung mit Alkohol gerade bei Jugendlichen senken, Zivilcourage fördern und sich auf die immer intelligenteren Täter einstellen, so Hans-Jürgen Memel. Aber trotz dieser Probleme stehe fest, das Allgäu bleibt sehr sicher. Die Polizeiarbeit sei in der Bevölkerung anerkannt, dafür sorgen vor allem auch diese Zahlen. Über 2/3 der angezeigten Straftaten werden aufgeklärt. Damit liegt die Aufklärungsquote deutlich über dem bayerischen und vor allem deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. So sei die Region nicht nur sicher, sondern die Bürger könnten sich auch sicher fühlen, so der Polizeichef heute Morgen abschließend in Kempten. Frauen in verantwortlichen Positionen sind in Unternehmen und Handwerksbetrieben schon längst keine Seltenheit mehr. In einigen Fällen sind sie selbst der Chef, in anderen Ehefrauen, Lebenspartnerin oder Töchter. Eben diese Frauen hinter den Handwerksbetrieben sind nicht so gut organisiert wie zum Beispiel ihre Ehemänner in der Handwerkskammer. Zwar gibt es in ganz Deutschland ebenso wie im Allgäu schon einige Handwerker-Frauengruppierungen, in Kaufbeuren aber noch nicht. Bisher, denn Gabriele Klauer hat jetzt die Unternehmerfrauen im Handwerk Kaufbeuren Ostallgäu ins Leben gerufen. David Rist und Anne Scharf haben sie im heimischen Betrieb besucht. Im Straßen- und Tiefbauunternehmen ihres Mannes, der Rewald GmbH, kümmert sich Gabriele Klauer hauptsächlich um Büro und Organisation. Zusätzlich ist sie im öffentlichen Dienst beschäftigt. Viele ihrer Kolleginnen müssen sich zudem um Kind und Familie kümmern. Dadurch entsteht eine äußerst anspruchsvolle Doppelbelastung, die kaum Spielraum für andere Dinge lässt.
Deshalb hat sie die Unternehmerfrauen im Handwerk Kaufbeuren Ostallgäu ins Leben gerufen. Unsere Gründung, die war im November letzten Jahres. Ich hatte eine Bekannte angesprochen, die auch einen Handwerksbetrieb hat. Habe ihr von den Unternehmerfrauen, die es schon Bayern und deutschlandweit, aber noch nicht in unserer Region gibt, erzählt. Und da bin ich gleich auch auf offene Ohren gestoßen. 12 Unternehmerfrauen sind als Gründungsmitglieder zusammengekommen. Die sind in den verschiedensten Bereichen tätig. Die Unternehmerfrauen im Handwerk, also das sind einfach alle Frauen, die in verantwortlicher Tätigkeit im Handwerksbetrieb arbeiten. Mitarbeitende Ehefrauen oder Lebenspartnerinnen oder Familienangehörige, Meister, Tochter, was auch immer. Genauso gut sind es aber auch selbstständige Handwerksmeisterinnen, die auch selbst Unternehmen leiten. Die Frauen wollen wir eben ansprechen. Alle Frauen, die im Handwerk arbeiten und dort Verantwortung tragen. Auch Gabriele Klauers sitzt nicht ausschließlich im Büro und erledigt den Papierkrieg. Fehlt irgendwo etwas, zum Beispiel ein Ersatzteil, sorgt sie für Nachschub. Als Unternehmerfrau entwickelt man sich eben zu einem echten Multitalent. Das Ziel des Vereins ist, dass sie und ihre Kolleginnen trotz vieler Arbeit die gleichen Möglichkeiten haben wie andere. Der Sinn unseres Vereins ist die Weiterbildung. Fachliche Weiterbildung, betriebswirtschaftliche Weiterbildung. Genauso gut ein ganz großes Feld ist dann auch Persönlichkeitsentwicklung. Und das wollen wir eben anbieten in Abendveranstaltungen. Denn oft ist es ja so, dass die Frauen jetzt nicht sagen können, sie gehen 2-3 Tage auf irgendein Seminar. Und da wollen wir eben einspringen. Und wir haben Veranstaltungen, die hauptsächlich abends oder nachmittags mal sind. Heute Nachmittag steht für Gabriele Klau und ihren Mann Robert die Vermessung eines von ihnen gepflasterten Garagenhofs an. Auch hier ist die Vorsitzende der Unternehmerfrauen im Handwerk Kaufbeuren Ostallgäu mit dabei und notiert die Zahlen, die ihr Mann ausmisst. Bislang hat sie viel positive Resonanzen über die Gründung des Vereins bekommen. Und so hofft sie, dass die Zahl der 12 Gründungsmitglieder bald in die Höhe schießt. Und das passiert vielleicht schon nach dem kommenden Montag. Da findet nämlich ein Infoabend der Unternehmerfrauen im Handwerk Kaufbeuren Ostallgäu statt. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Kreishandwerkerschaft in Kaufbeuren. Das und weitere Informationen können Sie noch einmal im Internet unter www.ufh-kf-orl.de nachlesen. Und in wenigen Augenblicken kompakt die Meldungen des Tages. Was wäre das Leben ohne das Handwerk? Mist! Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Mensch, das sieht ja klasse aus. Wie habt ihr das nur so perfekt hinbekommen? Das war Möbel Meier. Du glaubst ja gar nicht, wie... Ja, wir nehmen uns Zeit für Ihre Wohnträume. Zusammen mit Ihnen gestalten unsere Berater und Innenarchitekten Ihr ganz persönliches Raumkonzept mit allem, was dazugehört. Von der Planung bis zur Fertigstellung realisieren wir Ihren Traum. Komplett aus einer Hand. Erleben Sie den Unterschied. Wohnträume von Möbel Meier. Preiswert und ideenreich. Hey, wir wollten doch... Auf zu Möbel Meier in Kempten-Hirschdorf. Möbelkauf war gestern. Wohngefühl ist heute.
beginnt. Tagen und sich wohlfühlen im Landhotel Grönenbach. Tagungsräume für bis zu 30 Personen, individuell und flexibel. Unsere Hotelzimmer, großzügig, gemütlich und komfortabel. Willkommen bei Freunden im Landhotel Grönenbach. Die Meldungen des Tages. Die Deutsche Bahn hat ihr Monopol auf Allgäuer Schienen möglicherweise bald zurück. Hintergrund sind Übernahmepläne der Deutschen Bahn am britischen Transportunternehmen Arriva, das die Alex-Züge betreibt. Konkret sei aber noch nichts. Der Fahrgastverband Pro Bahn steht den Überlegungen skeptisch gegenüber. Er befürchtet durch die Pläne Verschlechterungen im Angebot. Jetzt hat auch die FDP ihren Kandidaten für die Memminger Oberbürgermeisterwahl bekannt gegeben. Die Liberalen haben gestern Abend den Immobilienkaufmann Albert Schweiger als weiteren Herausforderer für Amtsinhaber Ivo Holzinger nominiert. Schweiger ist Stadtrat und Kreisvorsitzender seiner Partei. Die CSU hatte bereits letzte Woche Claudia Knoll ins Rennen geschickt. Wie berichtet, findet die OB-Wahl in Memmingen voraussichtlich am 4. Juli statt. Die Ursache für den Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Ottobeuren am Dienstagabend ist geklärt. Wie berichtet, war dabei ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Den Untersuchungen der Brandexperten zufolge ging das Feuer von einem erhitzten Ofenrohr aus, das unter anderem durch einen Boden zwischen dem Ober- und Dachgeschoss zum Kamin führte. Das Mariengymnasium in Kaufbeuren hat jetzt ein Unterrichtsheft mit Lehrmaterial zur heiligen Crescentia vorgestellt. In dem soll Schülern das Leben und Wirken der Franziskaneroberin Maria Crescentia Höss nähergebracht werden. Die Idee dazu kam Verfasserin Edith Wiedenhofer zur Heiligsprechung Crescentias im Jahr 2001. Ihre Schülerinnen haben zum Heft einen wesentlichen Teil beigetragen. Fragen, ob ein Eintritt ins Kloster denn heute noch zeitgemäß sei, bekommt sie im Unterricht immer wieder zu hören. Es sind immer Themen, die auch umstritten sind. Das heißt, eine richtige Auseinandersetzung damit ist sehr grundlegend. Aber genau das gibt uns dann hinterher auch was. Und Crescentia war uns da Wegbegleiter und auch Wegweiser und ist eben dann die Frau, die dann wieder Maßstäbe setzt, an der sich die Schülerinnen auch manche wiederfinden können und manche aber auch jetzt ihren anderen Standpunkt finden und sagen, nein, ich könnte das nicht, zum Beispiel Klosterfrau, nicht? Das 50 Seiten lange Heft kann in nahezu allen Lehrgangsstufen des Gymnasiums, aber auch in Grundberufs- und Fachhochschulen eingesetzt werden. Zusätzlich gibt es eine CD-ROM, die alle Seiten nochmal zum Ausdrucken beinhaltet, sowie Bildmaterial zur heiligen Crescentia. Pflegeeltern im Unterallgäu bekommen rückwirkend ab dem 1. Januar 2010 mehr Pflegegeld. Das hat jetzt der Jugendhilfeausschuss beschlossen. Für Kinder bis 6 Jahre erhalten sie in Zukunft 690 Euro, für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren 784 Euro und für Kinder ab dem 13. Lebensjahr 908 Euro. Die Netto-Mehrausgaben für den Landkreis belaufen sich dadurch auf rund 34.000 Euro im Jahr. Des Weiteren wurde entschieden, das Projekt MUM weitere 2 Jahre finanziell zu unterstützen. Häusliche Gewalt habe weiterhin hohe Aktualität. Ein längerfristiges Engagement sei deswegen notwendig, so Landrat Hans-Joachim Weirater. Das Kooperationsprojekt mit dem Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder bietet Gespräche an und hilft den betroffenen Frauen in ihrer schwierigen Situation weiter. Pünktlich zum Frühlingsanfang ist es wieder soweit. Am Wochenende findet zum 9. Mal die Motorrad-Freizeitmesse in der Karthalle Kaufbeuren statt. Erwartet werden über 40 Aussteller, die auf den rund 6.000 Quadratmetern die neuesten Motorradmodelle, Zubehör sowie Bekleidung präsentieren. Auch hier hält die Umwelt Einzug. Einmal die abgasarmen Maschinen, die immer umweltfreundlicher werden. Und natürlich das E-Quad ist auch vom Fahrrad über den Roller bis hin zum Motorrad zu sehen. Neben dem üblichen Angebot wartet die Messe auch wieder mit einem attraktiven Rahmenprogramm auf. Für Unterhaltung der Besucher sorgt beispielsweise eine rasante Stuntshow. Die Messe ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Tagesticket kostet 4,50 Euro. Jugendliche bis 16 Jahre erhalten freien Eintritt. Weitere Informationen zur Messe gibt es im Internet auf www.allgäu-messe-center.de. Die Business School Memmingen hat heute ihren ersten Absolventen die Abschlüsse verliehen. 13 Studenten dürfen sich seit heute Bachelor of Arts in Business Management nennen.
Der Abschluss ist vergleichbar mit einem Studium der Wirtschaftswissenschaften und berechtigt zum Masterstudium an sämtlichen Universitäten und Hochschulen in Europa. Der Memminger Fischertagsverein hat wieder einen Vorsitzenden. 90% der Delegierten wählten jetzt den ehemaligen leitenden Rechtsdirektor der Stadt Memmingen, Volker Kraus, an die Spitze des Vereins. Zuvor hatte, wie berichtet, auch der ehemalige Vereinsvorsitzende Dieter Zint seinen Hut in den Ring geworfen, seine Kandidatur dann aber wieder zurückgezogen, nachdem er keinen Rückhalt bekam. Das Amt des Vorsitzenden des Fischertagsvereins war ein Jahr lang vakant. Und jetzt die hoffentlich frühlingshaften Wetteraussichten. Heute Nacht überwiegen allgäuweit die Wolken, es bleibt aber trocken. Mit Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad ist es recht mild. Das Wochenende beginnt zunächst bewölkt, aber trocken. Hin und wieder kommt die Sonne zum Vorschein. Gegen Nachmittag kommt leichter Wind auf und es kann anfangen zu regnen. Die Temperaturen erreichen maximal 14 Grad. Am Sonntag verdrängen Wolken und Regen die Sonne vollständig. Es bleibt aber mild bei Höchstwerten um die 13 Grad. Der Wochenbeginn ist wieder etwas freundlicher, die Sonne lässt sich häufiger blicken und es hört auf zu regnen. Am Dienstag wird das Wetter schon wieder unbeständiger. Am Alpenrand kann es schneien, im restlichen Allgäu kommt es zu Regenschauern. Wenn man an beliebte Touristenorte im Allgäu denkt, dann fällt einem der Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz nicht unbedingt an erster Stelle ein. Das heißt allerdings nicht, dass es für Gäste dort nichts zu entdecken gäbe. Aber auch was die Wirtschaft angeht, haben Kaufbeuren wie Neugablonz einiges zu bieten. Um das bekannter zu machen, wurden heute Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung zur ersten Wirtschafts- und Tourismusfachtagung geladen. Die Veranstaltung ist dem morgigen Erlebnistag Neugablonz vorgeschaltet. Steffen Konrad, Anna Schweinsberg und Anne Scharpf mit den Einzelheiten. Auf Du und Du mit den Erzeugnissen der lokalen Wirtschaft. Mit einem Besuch in der Erlebnisausstellung im Haus der Gablonzer Industrie hat heute Vormittag die erste Wirtschafts- und Tourismusfachtagung Neugablonz begonnen. Doch sollten die geladenen Fachbesucher nicht nur über die funkelnden Erzeugnisse der lokalen Glasindustrie informiert werden. Auch der Tourismus war ein Thema. Kaufbeuren, dazu gehört auch Neugablonz natürlich, selbstverständlich. Und es gibt in Neugablonz viele, ich sag mal, Anlaufpunkte für Gäste, für Touristen. Und die müssen natürlich immer beworben werden, genauso wie eine Altstadt beworben werden muss, wie ein Tänzelfest beworben werden muss und wie eine Heilige Crescentia beworben werden muss. Und das sind so Dinge und diese Geschichten, die wir da erzählen wollen, die sind es auch wert, erzählt zu werden. Mit Führungen durch verschiedene Betriebe sollte dem Fachpublikum die ganze Palette dessen gezeigt werden, was die Neugablonzer Wirtschaft zu bieten hat. Es geht heute darum, Multiplikatoren für Neugablonz zu gewinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Die Stadt präsentiert sich touristisch, aber sie präsentiert sich auch als Wirtschaftszentrum, als Cluster, als Verbundindustriepartner für Oberflächenbearbeitung, für ganz innovative Produkte, alles hier vor Ort darstellbar. Und das ist, denke ich, so der zentrale Fokus, den wir heute haben, Menschen für Neugablonz zu begeistern und Partner zu gewinnen. So wichtig auf der Fachtagung auch der industrielle Aspekt war, um künftig mehr Gäste anzulocken, wurde auch in Richtung Tourismus die Werbetrommel gerührt. Immerhin gibt es in ganz Kaufbeuren knapp 1200 Übernachtungsbetten. Klassisch wäre Kaufbeuren ein tolles Ziel für Tagesgäste, die im Allgäu Urlaub machen und dann bei uns vorbeischauen. Natürlich auch gerne einkaufen und mit vollen Taschen wieder von dannen ziehen. Zum anderen bin ich überzeugt, dass wir auch im industriellen und im handwerklichen Bereich viele Partner finden können, die gar nicht wissen, was hier an Kompetenz vorhanden ist. Also insofern dient sich die Gablonzer Industrie hier auch wirklich als toller Partner an, der individuelle Lösungen entwickeln kann, der auch in kleinen Stückzahlen extrem leistungsstark ist, aber ansonsten das ganze Spektrum abdeckt im Bereich Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung und Glas. Die Tagung heute mit dem Fachpublikum ist nur ein Teil einer Imagekampagne für Neugablonz. Morgen soll dann auch die Bevölkerung eingeladen werden, sich zu informieren. Den ganzen Tag über wird es dann Firmenbesichtigungen und Museumsführungen geben. So zum Beispiel auch bei Peter Seibt von der Firma Friedrich Seibt. Für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit, sich für seinen Stadtteil zu engagieren. Ganz einfach, dass Neugablonz sich stärker in dem Bewusstsein der Bevölkerung und auch in dem Bewusstsein der Kunden platzieren kann, weil Neugablonz ja doch bei vielen nicht mehr so bekannt ist, weil jetzt doch viele Teile der Bevölkerung geschichtlich nichts mehr mit Neugablonz zu tun haben.
Um den Neugablonzern einen Blick in die noch relativ junge Geschichte ihres Stadtteils zu gewähren, wird am Samstag dann auch das Isargebirgsmuseum geöffnet sein. Dort beschäftigt man sich unter anderem mit den Errungenschaften der Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs, die sich in Neugablonz angesiedelt hatten. Wer sich für die verschiedenen Veranstaltungen interessiert, der kann sich morgen ab 10 Uhr beim Gablonzer Haus in der Kaufbeurer Marktgasse informieren. Wir sind ja mitten in der Fastenzeit und der nächste Festtag naht. Am 25. März feiern wir Mariä Verkündigung. Das ist der Tag, an dem der Engel Gabriel Maria offenbart haben soll, dass sie den Sohn Gottes empfangen wird. Diese Szene hängt seit Montag in der Pfarrkirche Irsee und zwar in Form einer sogenannten Rosenkranzfahne. Was genau diese Rosenkranzfahnen sind und warum diese alte Tradition wieder auftaucht, haben meine Kolleginnen Evelyn Priep und Anne Schaap für Sie herausgefunden. Nach vielen Jahren packen Kirchenpfleger Georg Winkler und Restaurateurin Heide Tröger die Rosenkranzfahne der Verkündigung Maria aus. Lange lagerten die vergessenen Fahnen im Schrank. Die Rosenkranzfahnen wurden früher bei den Rosenkranzbruderschaften mitgeführt, bei Prozessionen wie zum Beispiel von Leichnam oder auch anderen Prozessionen, die nachweislich früher viel öfter stattgefunden haben. Dadurch wurden die Fahnen immer weniger benötigt und schließlich ist die Tradition in Vergessenheit geraten. Es gibt aber auch einen anderen Grund, warum manche Bräuche aussterben. Ja, nach dem Krieg, nach dem Konzil, in dieser Zeit drin, haben eine ganze Reihe von solchen alten Bräuchen, Prozessionen, waren bei den Leuten nicht mehr gewünscht. Etwas ganz Neues sollte also entstehen, gerade durch das Konzil auch. Und so sind solche Sachen einfach nach und nach in Vergessenheit geraten. Weil heute alte Traditionen wieder gefragt sind, werden nun die Rosenkranzfahnen restauriert. Sie stammen aus dem 18. Jahrhundert und sind vermutlich vom Klosterbruder Magnus Remy gemalt. Auf der ersten fertigen Fahne ist die Verkündigung an Maria abgebildet. Der Engel Gabriel kommt zu Maria, die an einem Betschemel kniet, und erfährt, dass sie die Auserwählte sei, die Mutter des Messias zu werden. Es wird ihr geschenkt durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann sagt sie, ja, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Auf diesem Bild ist dann noch auch Gott Vater drauf und Gott Heiliger Geist dargestellt in einer Taube. Die Fahne der Verkündigung war im schlechtesten Zustand, doch das hat die Restaurateurin nur noch mehr angespornt. Natürlich muss sie bei so alten Bildern auf vieles achten. Man muss auf jeden Fall Rücksicht auf die Originalität nehmen. Also es geht jetzt nicht an, also gerade bei der jetzt restaurierten Fahne fehlen viele Farben bzw. sind verloren gegangen oder die Farbigkeit ist sehr stark nachgedunkelt durch die Behandlungen in den vorangegangenen Jahren. Also das sind Dinge, die kann ich nicht einfach wieder hinmachen. Also ich kann nicht das neu malen oder die Darstellung wieder verbessern, weil ich nicht weiß, wie es vorher ausgesehen hat. Und so sieht das Ergebnis von etwa 200 Arbeitsstunden dann aus. Das Ziel ist natürlich, alle 13 Rosenkranzfahnen zu restaurieren. Wann das Projekt fertig wird, ist aber noch nicht abzusehen. Erste Ergebnisse sind aber, wie gesagt, schon zu sehen. Eine Gelegenheit, sich die Rosenkranzfahne anzuschauen, ist das Passionskonzert der Kaufbeurer Martinsfinken am Sonntag um 16 Uhr in der Klosterkirche Irsee. Und gleich, es hat was von der VOG-WM eines einschlägigen Privatsenders, was sich da am Wochenende in Eschach abspielt. Allerdings wird hier nicht mit Kochgeräten den Hang ins Wasser gerast, sondern mit anderen absonderlichen Gefährten. Mehr zu diesem etwas anderen Allgäuer Contest gleich. Traumhaft reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Der Kemptener Jazzfrühling, täglich 16 Stunden live. Jazz, Blues und Gospel.
Über 100 Konzerte auf über 40 Bühnen und 400 Musiker aus 18 Ländern. Wo Feiern ein Erlebnis ist. Im Hotel-Restaurant Sonnenhang in Kempten. Einzigartig, stilvoll und unvergesslich. In traumhafter Lage. Hier fühlen Sie sich wie zu Hause. Für Ihre Feiern sind wir immer für Sie da. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Sonnenhang-Team im Hotel-Restaurant Sonnenhang in Kempten, Mariaberger Straße. Natürliche Wärme aus der Luft, der Erde, dem Wasser. Alles Wissenswerte unter www.diewärmepumpenprofis.de. It's all about It's all about love. Jetzt neu. Drei Fachmärkte unter einem Dach. Der Trendstore, der Bettenfachmarkt Topsleep und der Küchenprofi. Möbelmarkt Trunze in Markt Oberdorf. Hallo, ich hab dir was von Weltbild mitgebracht. Wow, so viele Bücher. Und so ein kleiner Preis. Die Vorlage zur aktuellen TV-Serie Tagebuch eines Vampirs mit 53% Preisvorteil. 4 Bände nur 14,95. Porto frei bei weltbild.de oder in Ihrer Weltbild-Filiale. So günstig, nur bei Weltbild. Auf einer Klobrille übers Wasser rutschen. Was sich seltsam anhört, kann aber bald schon Wirklichkeit werden. Am Samstag veranstaltet das Community- und Eventportal Only Party einen Waterslide-Contest in Eschach. Der Skiliftbetreiber ist mitten in den Vorbereitungen. Meine Kollegen Evelyn Prieb und Manfred Fiener waren für Sie vorab dort, um zu schauen, was auf die Teilnehmer so zukommt. Noch sieht hier an den schwarzen Liften in Eschach alles normal aus. Was zunächst wie ein Schneehaufen anmutet, wird bis morgen zu einem Wasserbecken umgemodelt. Jetzt kommen die Feinarbeiten. Das heißt, wir müssen jetzt shapen, würde ein Parkmensch sagen, also ein Snowparkmensch. Wir müssen das jetzt alles ein bisschen schön optisch herrichten und dann die Teichfolie reinlegen und dann mit Wasser füllen. Und dann ist es schon gerichtet. Also bis Samstag ist alles picobello. Denn morgen geht es hier richtig los. Das Besondere sind die Teilnahmebedingungen, denn die Teilnehmer können sich aussuchen, womit sie über das Wasser gleiten wollen. Also klassischerweise mit Ski oder Snowboard, aber man kann auch alles andere nehmen, was man möchte. Nur Luftmatratzen oder sowas sind nicht zugelassen. Also nichts, was normalerweise schwimmt. Also mal sehen, was die Leute so mitbringen. Noch ist es aber nicht so weit. Zuerst wird die Grobarbeit erledigt. Der Liftbetreiber Rupert Schön weiß genau, was er tut, denn solche Veranstaltungen sind ihm schon bekannt. Wir machen mal so ein- bis zweimal im Jahr immer wieder Events. Jetzt in diesem Only Party Design haben wir eigentlich noch nichts gemacht, weil das doch eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Aber ich bin überzeugt, es gibt eine tolle Geschichte. Die verrückte Idee zum Waterslide Contest kam bei der Eventredaktion nicht von ungefähr. Also wir von Only Party haben ja schon einige Events im ganzen Allgäu gestartet und wir haben gedacht, jetzt muss es auch mal was mit Action sein. Und deshalb haben wir jetzt hier gedacht, wir haben ja an den Schwärzenliften in Eschach auch einen Only Party Fun Park. Und jetzt haben wir gedacht, nutzen wir doch die Location mal für was richtig Cooles. Und so sind wir dann auf den Waterslide Contest gekommen. Noch ist zwar nicht wirklich viel zu sehen, aber schon über 40 Leute haben sich zur Teilnahme angemeldet. Ein Spaß der nicht ganz gewöhnlichen Art. Der Waterslide Contest morgen ab 15 Uhr an den Schwärzerliften in Eschach. Die Anmeldung ist online unter onlyparty.de/waterslide oder auch direkt vor Ort möglich. Wie das Spektakel ausgesehen hat, können Sie sich dann am Montag natürlich bei uns anschauen. Dann für Sie im Studio mein Kollege David Jo. Bevor ich mich aber verabschiede, hier noch eine Korrektur zur gestrigen Sendung. In den Veranstaltungshinweisen hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Am kommenden Dienstag gibt es im Reha-Center Sonthofen einen Fachvortrag zum Thema Krampfaderleiden. Bei der Telefonnummer zur Anmeldung hatten wir eine Zahl zu viel. Jetzt also die richtige Nummer. Sie lautet 08321 676 3 × 4 0. Und ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende, wahrscheinlich ja das erste in diesem Jahr mit Frühlingsstimmung. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.